Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der Marsch. Wir fahren jetzt zurück zum Hof und werden uns dann um einen freien Traktor bemühen. Und dann werden wir uns mal voll reinschmeißen in die Arbeit und werden mal Gras mähen. Gedüngt wird aktuell auf Feld Nummer 44. Und wir kuppeln auf Feld Nummer 3. Tja, ansonsten fährt noch einer mit Wasser durch die Gegend und einer mit Rüben. Ne? Damit es um Zuckerfabrik richtig gut läuft. So, Wasser wird gerade voll gemacht. Sehen wir da vorne. Das passt. Ich habe da ein bisschen so eingestellt, dass ich eigentlich alles voll machen soll. Ob das klappt, das weiß ich jetzt nicht. Also das ist mir jetzt auch im Grunde egal nicht, aber das ist nicht so wichtig. Wir fahren das mal Richtung Hof. Der steht. Warum fährt er nicht? Schauen wir gleich mal nach. Da haben wir gestern ein kleines Problem gehabt. Und zwar das gleiche, was im Turing auch hatte. Dass es plötzlich alles auftaucht und ich aussuchen soll, und das hat nicht funktioniert, also in Thüringen. Hier kam ich wieder raus aus dem ganzen Dilemma. Den muss ich immer in die runterfahren. Sonst Anführungszeichen steht im Weg. So, was ist los? Wieso steht er? Du sollst dann noch Richtung Zucker fahren. Wir wollen noch ein bisschen Zucker herstellen und bei Gelegenheit verkaufen. So. Jo. Tja. Woran das nun genau gelegen hat, weiß ich nicht. Er fährt los, ist mal anscheinend. So. Ich brauche mal einen Traktor, und zwar einen, ja, der Gras mähen kann. Und das sieht schlecht aus, ne? Einen haben wir hier. Ha! Von wegen schlecht. Der hat kein Gewicht, das passt. Brauchen wir noch nicht. Und dann nehmen wir gleich. Oh, das sieht aus wie die. Also Dinger müssen mal zum Winter gewaschen werden, ne? Dann müssen wir erstmal Heck nehmen. So. Also ich würde auch gerne mit dem Spiegel so fahren können, ne? So wie er hier, ne? Oh. Fahren können in Betrieb. So. Auch heute haben wir hier das neue DLC drin. Für, na, sag schon. Die neuen Mähwerke von Pöttinger, das ist ja der Mod. Und gut, das ist der kleinere davon, ne? Das ist auch ein Mod. Das ist von Alpine Farmpark. Von Novo Tag 8,1 Meter und das andere ist 10. Jo, sogar kleiner. Okay, das ist ja nicht so tragisch. Sepp Knüssel. Kenne ich gar nicht. So, das war das. Ladewagen hatte ich auch gehabt. Tierhaltung. Schwader. Haben wir zugekriegt? Weiß ich nicht genau. Ja, hier doch. Das ist der kleine. Ja, wie gesagt, das ist ja hier. Der Alpine Pack ist ja dafür gedacht, für Alpine. Also für mehr oder weniger kleine Felder und kleine Wiesen. Also die großen nicht so sinnvoll. Da haben sie fast alle nur die Kleingeräte, Anführungszeichen. Ne? Also die wirklich großen Kühlfässer. Da, Ladewagen. Gut, hier habe ich etliche bei, auch als Mods, ne? Schon gehabt, gefunden. Das ist jetzt Alpine. Das ist auch Alpine. Das ist ein kleines Teil.
bevorzuge immer die großen, ne? Große Felder, große Geräte. Da zum Beispiel hier, ne? 42. Wo das gibt größere normalerweise, ne? Der hat hier 50.000. Ziehe ich denn eigentlich vor? So, das war ein Beispiel. So, jetzt haben wir Schneidwerk dran. Das muss er nicht repariert werden. Ich hoffe, dass er mit Flügen noch auskommt. Ich glaube, da nachher unnötigerweise noch mal ran müssen, ne? Da haben wir einiges vor jetzt mit, also weltliche Wiesen. Da tanken wir ruhig voll. Und da ist der nächste Traktor. Die tanken wir voll, nutzt ja auch nichts. Wenn wir nicht voll tanken, dann haben wir irgendwann mal einen leeren Tank, ne? Das wäre schlecht. Stellen wir hier vorne hin im Raum gleich. Gleich für die 19. Und dann werden wir den Ladewagen gleich mal wegstellen erstmal. Und der muss garantiert getankt werden. Ich müsste mal schauen, wo stelle ich am besten hin. Wo wäre da noch Platz, ne? Da ist Mähtechnik, ja, da würde ich eher nicht. Da ist die Düngetechnik, ja, auch nicht. Hier links die Hallen wäre noch frei, glaube ich. Ja. Sollte man eigentlich normalerweise waschen, aber da bin ich jetzt zu faul, gebe ich ehrlich zu. Und da haben wir auch keine Zeit dafür aktuell. Das ist auch noch ein Ziel. Wir haben die Kühe genug Futter, das ist mal so eine entscheidende Frage. Schweinestall. Ah, das geht doch gerade so. Gerade so. Milchhof. Also spätestens morgen früh mit dem Kümmern. Also Gras haben sie genug, also Vorgang tun sie nicht. Schweinestall könnte man noch was tun. Und da gibt es ja gerade einen Nachwuchs. Das ist der Ferkelstall. Und der andere ist jetzt hier, mal gucken gleich. Das war einer, 103 Kilo. Da wird auch wieder morgen fällig. Naja. Das Gewicht kann man gleich mal irgendwo hinstellen, was ich dann nicht suchen will. Entweder ich stell's hier mit zu. Gute Frage, ne? Oder hier so rein. Geh. Okay. Der könnte repariert werden, das ist gerade mal so abwegig. Mann, ich bin müde. Gibt's doch gar nicht. Ist das 6? Jo, kein Mittelflach gehalten. Ging heute nicht. Nur dazu sagen, ich bin schon seit 3:30 auf. Und hab eigentlich die Nacht. Naja, bis 0 Uhr ganz gut geschlafen. Dann musste ich mal. Und seitdem war das ein schwieriger mit Einschlafen. Und dann war ich kurz vorm Aufstehen und mal kräftig eingenickt. Und das ist eigentlich schlecht. Besser wäre gewesen, ich wäre kurz vorm Aufstehen runter gewesen. Ne? So war das ein bisschen. Naja. Es geht, aber ich bin kein. Wenn ich immer tief im Schlaf bin, dann ist es immer schlecht. So, tanken wir voll.
Ich muss den Bildschirmmodus ausschalten hier. Der arbeitet doch gerade. So viel. Naja, gut, dass wir hier gut verdient, ne? So. Das brauche ich eigentlich nicht. Oh, den werden wir reparieren. Zurück. Und nächstes Jahr werden wir mal lackieren. Aber in dem Zustand wollte ich auch nicht lackieren. So, ich fahre mal auf Feld Nummer 19. Denn da ist mich fällig. Zuckerrüben voll. Warum 0 km/h? Wieso fährt er nicht? Diesen Kurs muss ich speichern, weil ich den auch mit Ballenpressen arbeiten will. Und dann gucken, was los ist. Und gucken, was los ist, und schon haben wir das Malheur. Der Schatten, ein Ballon, oder wir kommen hier gerade angefahren. So, links rum, das gewesen. So. Feldmodus. Kursgenerierung. 2 Fahrzeuge. Ganz wichtig. Und wir müssen hinten aufklappen. Dann erkennt er automatisch. Sonst war das nichts. Dann muss ich eingeben, 10 Meter oder so. 10 Meter ist, glaube ich, ein bisschen zu großzügig. Du wärst eh links. Kann gar nicht diskutieren. So, Kursgenerierung. Ja, wir nehmen bei Meter. So, Vorgewende nehmen wir ruhig. Eine. Wir beginnen auf Feld rein. Das ist mir jetzt ganz wichtig. 2 Maschinen. Ne, und Feld Nummer 19. Ja, und ja, das macht mir 2. Kursgenerierung. Das sieht so ganz gut aus. Dann werden wir hier ganz kurz mal gucken. Abstand. Hier gehen wir auf gute 200 Meter. Ersten Wegpunkt, der passt. Wir speichern mal ab. Feld 19. Kraft nehmen. Und warten. 2 Fahrzeuge. Fahrzeuge. Gehen wir an, dass wir wissen, dass das 9 Meter sind, ne? Und jetzt muss ich kurz überlegen. Und zwar, ach so, wegen der Arbeitsbreite. Wo hat er einen Arbeitsmodus? Fahrradlage, das ist gut. Das ist für mich auch ganz wichtig, sonst kann es sein, dass er nur normal mähen will, ne? Und das ist dann in dem Falle ja nicht gewollt, ne? Dann müsste ich extra wieder schwarten, was sicherlich auch gehen würde, ne? Also, aber das muss ja nicht sein. Noch nie ausgemacht. So, wir haben den Traktor auch reparieren können, ne? So, kann man gleich gucken. Rechtskurs.
Arbeitsmodus wechseln. Das wäre mit Z. Streng links Z. Die müssen wir senken. So, G nach vorne. Gut, mal kurz kopieren. 1,1 Kilometer, das ist ein Zeon. Grasmähen, das ist es. Rechts. Weiß nicht genau, der an auch aktiviert ist, Verband. Sollte eigentlich gemacht sein. Sonst gibt es Probleme. Und ich möchte schon, dass er auch Schwatt macht, sonst gibt es da auch Probleme. Das ist schlecht. Breitablage, das wollen wir nicht haben. Streichen Z. Ja, das klappt nicht hoch. Wattablage, genau. So. Dann ist der Bruder vorbereitet. Denn erst können wir starten. Da kontrollieren wir gleich mal nochmal, ob der Band aktiviert ist. Nix, jetzt schon. Und links, ne? Ja, links. Achso, geht ja in das Feld rein. Das ist ja ganz wichtig, ne? Man sollte auch in das Feld reingehen, aber kopiert. Hier fahren wir mit hier. Ich ahne nämlich Böses. Haben wir es ja verfolgt, ne? Aber wie gesagt, jetzt ist nackt oder so. Der erste fährt. Oh ja, genau. Ich weiß nicht, wieso er da lang will. Da müssen wir wieder mal trinken. Oh, so ist kalt. Ich weiß nicht, wieso wir da jetzt. Ich wollte alle auf die Wiese nicht rauffahren. Selber. Aber. Das ist schlecht. Muss jetzt rauskommen normalerweise. Ich wollte hier ein bisschen Arbeit, also im Prinzip sparen, dass wir da. Das ist schön, ich darf schon mit dem Traktor wieder. Weil er nicht kaputt macht, der Bursche. Denn sobald ich fahre, mache ich Fruchtzerstörung und das ist dann ungünstig, ne? Das wollen wir ja nicht. Wir gucken, ob der richtig arbeitet mit Quad und dann geht das los. Mal Zuckerrüben gucken, was los ist. Ja, die Creme müssen weg, gibt's ja auch nichts. Schau, das soll es auch schon gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Morgen geht es hier weiter mit Grasmähen und später Ballen pressen. Dann sag mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier, guck mal. Tschüss.